Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Karrieremodus mit dem Hamburger Sportverein. Der vorletzte Spieltag steht an und unsere letzte Auswärtsreise geht nach Sinsheim zur TSG aus Hoffenheim. Die spielen hier noch um die Europa League Plätze, belegen momentan den siebten Platz, der in dieser Saison zur Europa League berechtigt und den wollen sie auf jeden Fall verteidigen. Aber die haben nur zwei, ich glaube maximal drei Punkte Vorsprung vor den Verfolgern. Deswegen für die geht es noch um was im Gegensatz zu uns, für unseren HSV. Wir stecken im Tabellenmittelfeld fest und haben keine Chance mehr auf das internationale Geschäft. Deswegen werden wir wie schon im letzten Spiel mit einer halben B11, beziehungsweise eine fast komplette B11 auflaufen. Das hat ja ganz gut eigentlich funktioniert, 1:1 gegen Wolfsburg. Mal gucken, wie es heute in Hoffenheim aussieht. Viel umgestellt haben wir nicht. Insgesamt drei Positionsveränderungen. Moritz Steinmann wird sein Debüt feiern. Im zentralen Mittelfeld neben Tolgay Arslan, der auch neu reinkommt. Genau wie Maxi Beister. Rausgegangen sind dafür, ich weiß das jetzt gar nicht mehr so genau, auf jeden Fall Tony Behena und Younes. So hat mir ein Abonnent gesagt, spricht man ihn aus, war das, ich weiß nicht wer das war, Murmel oder war das Weißnet? LP, einer von euch beiden war das, der hat gesagt, der wird so gesprochen, wie man ihn schreibt, also Younes, ich spreche ihn einfach jetzt auch mal so aus, der ist jedenfalls heute auch auf der Bank, und ich weiß nicht, wen ich noch rausgenommen habe, ist auch halb so wild. Ganz kurz zu den Hoffenheimern, seit drei Spielen ungeschlagen, 2:2 gegen Bremen, 3:0 Sieg gegen Nürnberg, 2:2 gegen Leverkusen, Zahilovic ist verletzt, der eigentliche Kapitän, glaube ich sogar. Aber normalerweise ist jetzt Andy Beck wieder als Kapitän bei den Hoffenheimern zurückgekehrt, als Spielführer. Im Real Life läuft es bei den Hoffenheimern alles andere als gut. Gucken wir ganz kurz auf die Aufstellung. Tim Wiese, momentan aussortiert von Marco Kurz bei der TSG. Andreas Beck, Rechtsverteidiger in der Innenverteidigung. Marvin Comper, der spielt im Real Life schon gar nicht mehr in Hoffenheim. Der ist nach Florenz geflüchtet. Neben den jungen Westergaard. Links verteidigt Johnson, zwei Sechser mit Williams und Rudi, drei offensiven Mittelfeldakteuren, Patrick Ox, Stefan Schröck und Roberto Firmino, etwas zentraler nehme ich an. Und die einzige Spitze ist Ehren Derdiok, hier im FIFA Let's Play bereits 14 Saisontore, im Real Life ein mageres Türchen erst zustande bekommen. Und auch die Bank sieht jetzt nicht so überragend aus. Joselu, der spanische Stürmer von Real Madrid gekommen, ist dann noch der spektakulärste Mann auf der Bank. Ansonsten viel Nachwuchsarbeit. Oder Leute wie Tobias Weiß und Matthias Leisle, die man schon als ewige Talente beschimpfen, ja nicht beschimpfen, aber benennen könnte. Hätte vielleicht mehr draus werden können, vor allem bei Leisle waren aber Verletzungsunterbrechungen und Probleme immer wieder sehr zurückwerfend bei ihnen. Und ich werde jetzt mal in diesem Part und im nächsten auch nicht, auch ebenfalls nichts rausschneiden, denn meine Elgato bzw. Aufnahmeprogramme haben immer noch Probleme, Sachen zu rendern und vor allem auch zu schneiden. Dauert ewig lange, wenn ich das machen will, deswegen machen wir es in einem Durchgang durch, muss ich nicht schneiden, geht für mich schneller und wir können auch direkt ins Spiel gehen. In der Fußball-Bundesliga 33. Spieltag. Wie gesagt, für uns geht es um nichts mehr, aber oben wie unten ist noch lange nichts entschieden. Der Meisterschaftskampf zwischen Bayern und Dortmund ist noch nicht entschieden, genau wie unten der Abstiegskampf und auch die Kämpfe oder der Kampf um die Europa League Plätze ist noch im Vorgange. Hoffenheim möchte diesen siebten Platz verteidigen und wir möchten möglichst vernünftig aus dieser Saison hervorgehen. Dennis Aogo auch heute wieder Kapitän anstelle von Raphael van der Vaart. Ja, wir sind Tabellenzwölfter im Mittelfeld gefangen. Selbst mit zwei Siegen können wir die Hoffenheimer nicht mehr erreichen, theoretisch. Sogar drei gelb vorbelastete hier. Bei uns ist, glaube ich, gar keiner vorbelastet. Wir gehen einfach mal direkt ins Spiel rein. Son heute die einzige Spitze, unterstützt von Alaba her. Der Winterzugang, der ja schon, muss man sagen, stark enttäuscht hat. Den Korn gleich mal mit dem ersten technischen Fehler.
Und die Akteure können natürlich in diesen beiden letzten Spielen auch nochmal zeigen, mit wem man für die kommende Saison rechnen kann. Denn unser Kader ist da schon sehr, sehr groß. Da werden wir uns auf jeden Fall von einigen Spielern trennen müssen. Schöne Aktion von Kirchhoff. Wer das sein wird, weiß ich noch nicht. Das schauen wir uns Anfang der nächsten Saison dann ein bisschen genauer an. Rincon, wer ist so ein Kandidat? Der Vertrag läuft übernächste Saison aus. Und Son fällt gegen Compea. 11 Meter. Und der war mal sowas von berechtigt. Anfangsphase. Teuer Arslan will ihn schießen. Ja, warum nicht? Toll geil, mach ihn. Gegen diese. Frühe Führung. Ich glaube, das war erst... sogar unser erster, nee, das war unser zweiter Elfmeter, glaube ich. Caligiuri hat ihn mal einverwandelt gegen Mainz, das weiß ich noch ganz genau. Und jetzt also Tolga Aslan als Vertreter von Caligiuri. 6. Minute, Führung in Hoffenheim. Können wir die Hoffenheimer noch ein bisschen ärgern hier? Und die HSV-Fans, die mitgereisten Gästefans sind hier zu hören. Sehr schöner Auftakt für diese W11. Der läuft es richtig, richtig gut, muss man sagen. Rincon fängt diesen Ball von Stefan Schreckbass, glaube ich, ab. Kirchhoff. Ali Aslan. Und Omar Tanane, der im letzten Spiel gegen Wolfsburg im Bundesliga-Debüt sein erstes Tor gefeiert hat. Beister. Rincon. Beister ist auch so ein Kandidat. Hat gut begonnen die Saison. Aber dann auch stark nachgelassen. Viel zu unkonstant. Deswegen alles andere als ein Stammspieler. Und auch wenn mal jemand verletzt war, war er nicht immer die erste Wahl als Alternative dann. Von ihnen erhoffe ich noch so ein bisschen mehr. Vielleicht kriegt er nächste Saison sogar noch ein paar Chancen mehr. Genau wie er hier, Adam Maher. Aogo. Heumensson, der den Elfmeter aufgeholt hat. Rincon. Ihm merkt man immer wieder seine technischen Probleme bei der Ballannahme an. Ist ein reiner Kämpfer, ganz klar. Heumensson. Adam Maher, Moritz Steinmann gegen Rudi, den Hoffenheimer Kapitän. Oh, schönes Direktspiel hier von den Hamburgern jetzt. Abgeschlossen von, habe ich ihn gerade Moritz genannt, ich glaube er heißt Matti Steinmann, genau. Ganz junger Akteur auf der HSV-Jugend. Dürfte 18 Jahre alt sein. Ein zentraler Mittelfeldspieler. Hat finnische Wurzeln übrigens. Williams auf Andreas Beck. Doppelpass. Hat jetzt mal Zeit und Platz. Und heute auch wieder ein Tor. Handanovic, Jasmin Handanovic. 35 Jahre jung. Wurde sogar am letzten Spieltag in die Elf, in die Bundesliga 11 des Spieltages gewählt. Maher, langer Ball. Das war aber nichts. Zwischen zwei Mitspielern hindurchgespielt, dieser lange Ball. Zwischendurch kann ich mal erwähnen, ich habe eingerichtet nicht, aber ich habe jetzt mal meine Facebook-Seite ein bisschen aktualisiert. Ist zwar immer noch mitten im Aufbau, aber da werde ich natürlich auch mal wieder, wow, Kopfball der Diok, werde ich mal wieder in die Videobeschreibung meine Facebook-Link posten. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut euch mal die Seite an. Über Verbesserungsvorschläge wäre ich natürlich auch sehr froh. Und gebt doch mal einen Daumen hoch, wenn ihr die Seite mögt. Denn ich habe mich so langsam dazu entschlossen. Ich bin kein großer Facebook-Fan. Aber man muss mit der Zeit irgendwann gehen. Und ohne Facebook, muss man so ehrlich sagen, geht heute fast gar nichts mehr. Boah, mit der Abwehr geht heute auch nicht viel. Aber Kirchhoff kriegt noch das Bein dazwischen. Gegen Derdjörg, den Schweizer Nationalspieler. Aber jetzt zurück zum Spiel. HSV hat es einigermaßen im Griff, während Wolfsburg gegen Dortmund führt. Da können wir auch mal immer ein Auge, einen Blick drauf werfen auf die anderen Ergebnisse. Jan Kirchhoff kommt hier mal mit nach vorne. Oder die Ecke. Nee, aber immerhin den Einwurf. Halbe Stunde vorbei. Wieder Kirchhoff ist noch mit vorne geblieben auf Adam Maher. Und er zieht ab aus der zweiten Reihe. Aber Tim Wiese auf dem Posten. Und die Hoffenheimer im Direktspiel sieht ja schon fast aus wie zu den besten Hoffenheimer Zeiten
als noch Spieler wie Dembaba, Ibisevic, Onobasi die Liga aufgewitten. Ich glaube 2011 war es, wo die Hoffenheim als Aufsteiger sogar Herbstmeister waren, aber in der Rückrunde dann doch stark nachgelassen haben. Ach, Son, da wollte ich eigentlich eher Aogo bedienen, schade. So konnte er über Stefan Schröck, der ist schnell. Der Ex-Hürter Roberto Firmino, den wir unter anderem auch auf unserer Wunschliste haben. Boah, da geht Kirchhoff nicht zum Gegenspieler, warum auch immer. Aber Handanovic auf dem Posten. Vielleicht wäre er sogar die bessere Nummer 1 gewesen anstelle von Drobny, dessen Vertrag diese Saison ja ausläuft, den wir auch nicht verlängern werden, bei Verlust nachher, der ja zu lange gezögert hat. Und wieder Kirchhoff mit seinem langen Bein. Aber noch nicht ganz geklärt die Situation. Hoffenheim setzt nach mit Williams. Box, der Rotschopf. Wieder Williams. An die Back mit vorne. Blick zurück. Nochmal an die Back. Pfosten. Und da wäre Handanovic diesmal geschlagen gewesen. Hoffenheimer bleiben im Ballbesitz. Und wieder macht Kirchhoff. Ne, Ginter war es in diesem Falle, glaube ich. Alles andere als eine gute Figur. Und Handanovic muss da wieder alles riskieren. Um zur Ecke zu klären. Und da geht er jetzt nicht entschlossen genug raus, der gute Handanovic mit seinen knapp 2 Metern. Aber kommt hier aus 4 Meter Entfernung, schafft er es tatsächlich den Ball noch rüber zu bringen. Über das Tor natürlich. Ja, die Hoffenheimer haben jetzt das Zepter hier in die Hand genommen, der Jörg. Oh, Rincon, wieder diese technische Ungereimtheiten, würde ich es mal nennen, bei ihm. Beim Nationalspiel aus Venezuela. Gerade im zentralen Mittelfeldbereich sind wir ja sehr stark aufgestellt. Mit Van der Vaart, mit Bardell, mit Maher, mit Holpi, mit Arslan als Nachwuchsspieler. Da drin kommen wenig Chancen. Könnte man, wie anfangs des Parts schon angesprochen, ein möglicher Verkauf sein, obwohl ich ihn eigentlich persönlich sehr schätze. Da war nochmal das Tor von Ali Arslan. Und an den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen spielen natürlich alle zeitgleich, wie in Real Life auch. Sehr interessante Halbzeitergebnisse. Wo sind die Bayern? Die führen 2-1 gegen die abstiegsbedrohten Augsburger, während Dortmund in Wolfsburg zurückliegt. Das würde bedeuten, Bayern wäre nach aktuellem Stand neuer deutscher Meister. Aber auch im Abstiegskampf ist das spannend. Mainz momentan Tabellenvorletzter, führt gegen Gladbach, die um die Champions League noch kämpfen. 1-0, Düsseldorf führt ebenfalls gegen Nürnberg 1-0. Wer ist noch da unten drin? Die Augsburger, die liegen zurück. Ach ja, und Kräuter Fürth, der Tabellenletzte, abgeschlagen, liegt jetzt auch gegen Freiburg zu Hause hinten. Für die wird es jetzt noch ganz, ganz schwer. Schalke gegen Stuttgart 1-1. Leverkusen hat, glaube ich, einen Tabellenplatz 3 sicher. Gegen Hannover 0-0. Das ist sehr uninteressant. Aber Hannover ist noch knapp hinter Hoffenheim. Können sie theoretisch noch überholen. Ich werde mal wechseln. Tanane raus. Bisschen angeschlagen schon. Der Holländer mit marokkanischen Wurzeln. Und Younes kommt. Oder Junis. Junis, Younes, wie auch immer. Weißer geht dafür mal auf die linke Seite. Und es sieht so aus, als ob auch die Hoffenheimer wechseln. Andreas Beck hier im Bild. Der Rechtsverteidiger. Ja, so sieht's aus. Boris Vukcevic. Ihr kennt seine Geschichte im Real Life. Er hatte einen schweren Autounfall nach einer Unterzuckerung. Lag wirklich lange im Koma. Aber ist er mittlerweile wieder aufgewacht vor einigen Wochen. Und ist auf dem Weg der Besserung, Gott sei Dank. Und hoffentlich kann er auch bald wieder den Hoffenheimern helfen. Ist er ein großes Talent, auch ehemaliger U21-Nationalspieler Boris Vukcevic. Immer tragisch, wenn sowas passiert. Younes kriegt seinen Ball nicht durch. Gesteckt auf Alama her. Oh, guter langer Ball Richtung Ox. Und gut noch dazwischen gegangen. Ich glaube, von Rincon war es wieder. Im allerletzten Moment. Younes.
Adam Maher. Wolfsburg für 2-0 und jetzt technischer Fehler vom eigentlich erfahrensten in der Aufstellung von Aogo Handanovic. Nochmal Handanovic. Aber wir kriegen den Ball einfach nicht raus. Weg das Teilring von. Meine Herren. Und die Hoffenheimer hier auch wieder mit Glück, dass sie im Ballbesitz bleiben. Boah. Endlich das Ding rausgespielt, Maxi Beister. Aber auch er gleich wieder mit dem Ballverlust. Und jetzt muss Kirchhoff da rausrücken. Ja, wir kommen den Ball einfach nicht vernünftig zu unseren Mitspielern. Das gibt's doch nicht. Jetzt mal die Grätsche, auch die geht ins Leere. Oh, das gibt's nicht. Und wir sind auch viel zu weit weg von unseren Gegenspielern gerade. Flanke weg. Aber Handanovic. Oh, das war mal nett von Handanovic. Den Abwurf hier angetäuscht. War so eigentlich auch nicht gewollt, aber sehr, sehr gut geradeaus von Slowen. Adama her. Auch viel zu durchsichtig. Aber zum Glück kann Vukcevic diesen Ball nicht verarbeiten und Steinmann kann dazwischen gehen. Ein bisschen das Spiel beruhigen. Angriffsmäßig haben wir noch nicht so viel in diesem Spiel zustande gebracht, aber wir führen immerhin. Das nennt man Effektivität. Bring on. Wo kommt der überraschende Moment? Aogo. Doppelpass mit Steinmann. Und gleich wieder dabei weg. Maxi Beister. Oh, Aogo kommt nicht ran, schade. Boah, das war auch ein riskanter Ball. Aber die Bälle kommen alle an bei den Hoffenheimern. Beim Club von Dietmar Hopp. Fabian Johnson. Da läuft Beister wie blöd einfach nach vorne, statt mit zurückzugehen. Kirchhoff gegen Derdiok. Aogo hilft ihm. Flanke kommt trotzdem. Boah, schießt den Ball weg. Meine Herren. Konterchance vielleicht. Meister. Oh, was war das denn? Oh, ne. Das war jetzt ein Grund, ihn einfach mal gleich komplett runterzunehmen. Mal wieder sehr enttäuschend, der gute Maxi. Für ihn kommt Thomas Enns, der junge Engländer. Der ja ebenfalls in der Winterpause kam. Vom englischen Zweitligisten FC Blackpool. Nächster Ball über die Außen. Und ich möchte jetzt kein Gegentor bitte bekommen. Und ich habe lange X gedrückt. Ich habe lange X gedrückt, damit er den Ball wegschießt. Aber Ausgleich, Boris Vukcevic. Aber es geht doch sowieso um nichts mehr. Von daher scheißegal. Hoffenheim kämpft um die Europa League. Hier, ich habe längst X gedrückt. Jan Kirchhoff mit dem Fehler. Naja, was soll's, die Hoffenheimer Torhymne. Die Torhymne haben wir ja auch mit der Elfenbeinküste. Und mit dem geht es nach der Bundesliga ja weiter zum Confed Cup. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf, wie ich mich da mit der Elfenbeinküste schlage. In der Todesgruppe mit Mexiko, mit Spanien, Welt- und Europameister und auch Deutschland. Da können wir dann auch unsere Nationalspieler Aogo und Caligiuri ein bisschen besser betrachten. Adama her mit diesem Fernschuss. Versuch nach langer Zeit mal wieder ein Torschuss. Beziehungsweise nur ein Schuss. Torschuss wird ja nur gewertet, wenn der Ball wirklich aufs Tor geht. Adama her. Younes. Aber keine Anspielstation, das dauert viel zu lange. Aslan. Flügelwechsel auf Aogo. Oh, und da können sie Aogo und Son gerade nicht einigen. Nochmal Aogo zieht nach innen. Mit den schwächeren Rechten abgeschlossen. Bisschen verrutscht auch noch. Der ging dann noch deutlicher vorbei, als er sogar noch aussah. 12 Minuten vor dem Ende. Abschlag von Tim Wiese. Adama her, der war ein bisschen zu doll gespielt. Aber Rinkhorn hat Zeit. Die Hoffenheimer stehen
sehr offensiv. Adama her, Son. Ja, wohin mit dem Ball? Heumann gegen Westergaard. Steckt durch zu Alam. Maher. Gute Aktion von Heumann. Für mich die größte Enttäuschung in dieser ersten Bundesliga-Saison, habe ich schon häufiger während des Let's Plays, glaube ich, erwähnt. Von ihm muss deutlich mehr kommen, auch wenn wir seinen Vertrag vorzeitig schon um 4 Jahre verlängert haben. Im Real Life dauert das noch ein bisschen. Aslan, Standard spielt hier heute. Aber auch die Ecke wird abgefangen. Und dann rutscht Rincon da weg. Und Williams hat die Riesenchance, ist aber nicht schnell genug. Enz hat ihn noch eingeholt. Kirchhoff kriegt den Ball nicht weg, aber Enz, meine Herren. Rincon. Oh, auch der Ball geht nicht durch. Meine Fresse, Leute. Kirchhoff im Pech. Ginter blockt. Firmino. Und dann hat Thomas Inns die Situation gut geklärt, ja. Dennis Auro. Vielleicht nochmal eine Konterchance über Steinmann. Über Mahea. Von Heumann. Heumannsson. Oh, wollte er zurücklegen für Mahea. Schafft es aber nicht. Konter. Oh, und der Ball. Und dieser Ball. Die beiden letzten Bälle waren sehr verunglückt von den Hoffenheimern. Oh, die wollen hier noch gewinnen, klar. Die können die 3 Punkte noch gebrauchen. Maher. Heumannsson. Super Konter. Aslan. Maher will noch weiterleiten. Hätte er selbst probieren können. Und 1 Minute Nachspielzeit. Nach dem 1-1 gegen Wolfsburg endet auch unser 2. Spiel mit der BF. 1-1 hier in Hoffenheim. Ich denke, wir können zufrieden sein. Frühe Führung durch Ali Aslan. Und der Ausgleich durch den eingewechselten Boris Vukcevic. Hier nochmal voll von Compea. Kirchhoff wird Spieler des Tages. Rincon so eine hohe Note. Aber ansonsten, die Noten sehen eigentlich ganz ordentlich aus. Spiel war auch okay. Spieler des Tages wird Williams. Oh, hat der ganz vorne gespielt. Mysteriös. Egal. Das war unser letztes Auswärtsspiel. Hier die Endergebnisse. Und Bayern ist deutscher Meister. 4-1 gegen Augsburg. Dortmund verliert in Wolfsburg mit 1-2. Damit Glückwunsch nach München, den deutschen Rekordmeister. Nach 2 Meisterschaften in Folge schafft es der FCB also wieder, die Schale in den Himmel zu recken. Im Real Life höchstwahrscheinlich auch. Dort haben die auch schon einen sehr ordentlichen Vorsprung und werden wahrscheinlich noch deutlicher Meister als hier. Handanovic super in Form, das muss man wirklich sagen. Als zweiten Torwart hat er sich echt bewährt. So, dann können wir ganz kurz auf die Liga-Tabelle-Welle gucken. Wenn wir gerade gesehen haben, dass Ivica Olic immer noch die Torschützenliste mit 17 Toren anführt. Und Wolfsburg sogar auf den 4. Platz klettert nach dem Sieg gegen Dortmund. Der auch noch zur Champions League berechtigt. Aber, oh, Gladbach hat verloren. Sind deswegen auf den 6. Platz auf jeden Fall sicher. Und Hoffenheim hat sogar Glück, dass die Verfolger Hannover, Stuttgart nicht gepunktet haben. Und haben zu 90% den 7. Platz sicher jetzt dadurch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schalke und Wolfsburg kämpfen noch um den 4. Champions League Platz. Und unten eine Entscheidung ist gefallen. Augsburg steigt ab. Mainz kämpft jetzt noch um den Relegationsplatz, ist ein Platz hinter den Fürthern. Das wäre sensationell, wenn beide Aufsteiger die Liga halten könnten. Düsseldorf hat es nämlich geschafft mit 32 Punkten, können gar nicht mehr eingeholt werden. Düsseldorf bleibt in der ersten Liga. Grandios. Es geht nur darum, Fürth oder Mainz. Wer muss in die Relegation gegen die Tabellendritten der 2. Liga? Können wir eigentlich auch mal ganz kurz uns anschauen. Wer denn dann in die Relegation muss? Ich weiß nicht, wie viele Spieltage dort schon gespielt sind. Bitte noch ein weiter. Danke. 2. Liga. Ja, da ist schon alles gespielt. Hertha und Köln steigen dort auf. Köln nur wegen des besseren Torverhältnisses.
Die beiden Absteiger kommen also direkt wieder hoch. Und 1860 München spielt also dann in der Relegation entweder gegen Mainz oder gegen Greuther Fürth. Sandhausen, da haben wir Norgard hin ausgeliehen, wird als Aufsteiger 14. Das ist in Ordnung. Und Erzgebirge Aue mit Jakob Sala wird Tabellen 8. Das lässt sich auch sehen, nicht schlecht. Gut, gehen wir aber, ich wollte eine Woche voran sagen, nein, wir gehen noch 3 Tage voran. Zum letzten Heimspiel, da kommt Bayer Leverkusen nochmal in die Imtech Arena. Wir haben 40 Punkte gesammelt nach 33 Spielen. Ich hatte deutlich mehr erwartet. Aber da müssen wir jetzt nächste Saison dann halt angreifen. Da könnt ihr auch schon gerne Spielervorschläge machen, wen ich denn kaufen soll. Vereinzelt habe ich ja schon mal wieder ein paar Vorschläge bekommen. Die meisten davon habe ich, glaube ich, auch auf die Wunschliste gesetzt. Und dann können wir nach dem letzten Spieltag, wobei nach dem letzten Spiel, steht erstmal der Confed Cup aus. Und ich glaube, während des Confed Cup werde ich das auch nochmal ankündigen, dass ihr einfach eure Spielervorschläge dann mal in die Kommentare posten könnt. Und dann schauen wir mal, welcher Spieler sich davon vielleicht sogar realisieren lässt. Wird auch ein bisschen natürlich auf das Budget für die nächste Saison ankommen. Da können wir natürlich noch nicht so viel zu sagen. Aber das ist alles Zukunftsgeplänkel. Vorher steht noch der letzte Bundesliga-Spieltag an. Zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen, den Tabellendritten der Fußball-Bundesliga. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play FIFA 13 Karrieremodus mit dem HSV. Zunächst vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Part und hoffentlich bis zum nächsten Mal, euer Killer. Und vergesst nicht, einfach mal bei Facebook vorbeizuschauen. Würde mich sehr freuen. Ciao, ciao.